Hi, ich bin Frode Diestmann, bin 20 Jahre alt und wohne in Woltersdorf. Habe hier eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann gemacht. Wir sind hier bei Holzland und Herbst in Lüchow. Und meine Tätigkeiten sind eigentlich der Verkauf. Im Prinzip, wir sind ein gemischtes Team, haben junge Leute, aber auch ältere Leute. Vorteil ist, dass die Älteren uns auch teilweise noch Erfahrungswerte mitgeben können. Ja, gutes Arbeitsklima, sag ich mal. Was wir verkaufen im Prinzip alles, was man im Handwerk was braucht. Also für die Zimmerleute, Tischler, aber auch Privatkunden, hauptsächlich halt Holz. Also ich habe mir im letzten Jahr habe ich mir ein Haus gekauft in Woltersdorf. Und dadurch, dass ich halt hier arbeite, habe ich halt viele Erfahrungswerte und konnte mir dadurch eigentlich im Prinzip alles selber machen, renovieren, umbauen. Ja. Mein Arbeitsablauf ist eigentlich so, ich komme zur Arbeit, mache den Rechner an, check die E-Mails und dann geht's los mit Bearbeiten, Telefonieren, Auftragsabwicklung, Angebote erstellen, all sowas. Zu den weiteren Aufgaben gehören im Prinzip die komplette Warenannahme. Das heißt rausgehen, LKWs annehmen, gucken, ob alles drauf ist, ob Beschädigungen da sind. Boah, wenn alles fertig ist, Stempel unter, Unterschrift und das war's. War klar, dass ich, sage ich mal, im Wendland bleibe. Mein Freundeskreis sind eigentlich alle hier geblieben, haben eine Ausbildung gemacht. Also die Ausbildung dauert 3 Jahre. Man wird hier, sage ich mal, durch Schulung und anderen weiteren Fortbildungsmöglichkeiten unterstützt. Eine Fortbildung ist, dass man nach Bad Wildung fährt. 2 Wochen geht das. Das ist eine komplette Holzfachschule, sage ich mal, wo es nur um Holz geht. Dann noch weitere Seminare, Verkaufsgespräche, wie man sich zu verhalten hat und sowas. Die Berufsschule findet in Lüchow statt, im ersten Lehrjahr 2-mal die Woche und im zweiten und dritten jeweils 1-mal in der Woche. Für dieses Jahr 2021 suchen wir neuen Auszubildenden im Büro zum großen Außenhandelskaufmann oder Frau. Was man mitbringen sollte, ist nett sein, freundlich sein, offen sein und gut mit Kunden sprechen können, umgehen können.